Die letzte Generation hat tatsächlich einen eigenen YouTube-Channel, der ein oder andere kennt das vielleicht hier. 1180 Abonnenten, ein richtig schöner YouTube-Kanal, 730 Aufrufe hat dieses Video hier. Das ist, glaube ich, das Video mit den meisten Aufrufen dort, soweit ich irgendwie mal gesehen habe. Und zwar war irgendeiner von den Kollegen bei Dreisat. Die haben dem Kollegen eine Bühne geboten. Und das Video heißt, das ist keine Frage von Bequemlichkeit, sondern eine von Leben und Tod. Der Ausschnitt soll wohl vom 25.10.22 sein. Geht nur eine Minute und dann hören wir uns mal schnell dieses Statement an. Dann gucken wir mal, was der Herr von der letzten Generation so zu sagen hat. Und natürlich sind die Kommentare von diesem Kanal ausgestellt, was ja normal ist bei eher linken, woken Kanälen. Das ist sehr oft so, weil man mit der Kritik und mit Argumenten und mit Fakten nicht gut umgehen kann. Dann schauen wir mal, was der Kollege uns zu sagen hat und ja, wie viele Welten jetzt wieder untergehen werden. Fragen Sie sich manchmal, Herr Schulz, auch, ob Sie nicht einfach doch zu weit gehen und ob das alles richtig ist? Ja klar, diese Frage stelle ich mir natürlich jeden Tag. Und ich komme aber jeden Tag zu dem Ergebnis, dass ich halt alles andere schon versucht habe. Die Frage ist halt, was ist denn alles andere? Was hat man denn alles andere versucht? Mal vernünftige und richtige Argumente bringen, mal die Leute versuchen, vernünftig zu überzeugen. Vielleicht, wer weiß. Und ja, dass ich jetzt alles noch versuchen muss, was mir friedlich möglich ist, um diese Krise eben abzuwenden. Aber das ist ja auch wieder mal ein Paradoxon in sich. Friedlich ist das leider nicht. Ihr begeht Straftaten. Ihr begeht sehr, 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 sehr viele Straftaten. Nicht nur, dass ihr euch auf die Straße klebt und somit Leute teilweise sogar indirekt umbringt, indem ihr, war das nicht mal ein Fall, in dem jemand, der, ich glaube, irgendwie einen Schlaganfall oder sowas hatte, der dann nicht durchgekommen ist mit dem Krankenwagen und verstorben ist, ihr macht, dass Leute mit Fahrrädern ausrutschen, weil ihr Öl auf die Straßenbahn kippt, schwangere Frauen kommen nicht ins Krankenhaus, weil ihr auch diese Krankenwagen ja blockiert und das ist, wie heißt das Ganze noch, wenn die den Straßenverkehr lahmlegen, dann ist das nicht, wie nennt sich das noch, die Straftat? Ich habe gerade ein Brett vorm Kopf. Das ist Nötigung. Nötigung ist das Ganze, genau. Alles, was ihr macht, ist Nötigung und vor allem aktuell ist ja sehr viel mit Sachbeschädigung. Ihr verstreut eure Farbe an irgendwelchen Hauswänden. Ihr zerstört Bilder, beziehungsweise versucht es, weil ihr, glaube ich, nicht versteht, dass diese Bilder nochmal geschützt sind mit Glas etc. Ihr verteilt euren Kartoffelbrei und euren Tomatensaft etc. Also friedlich ist und bleibt was anderes, mein Lieber. Weil es gibt keine Alternative. Weil was sollten wir denn sonst tun? Hinnehmen, dass eine Krise existiert, die unser aller Leben bedroht. Das ist ja keine Frage von Bequemlichkeit, das ist eine Frage von Leben und Tod. Richtig. Und da sehe ich nicht, wo ich moralisch gerade verantworten könnte, wo anders zu sein als hier auf diesen Straßen. Also es ist halt auch wieder so witzig, wie paradox das Ganze ist. Es wird über Moral gesprochen und macht genau das, was ich gerade angesprochen habe. Also Moral sieht ein bisschen anders aus, mein Lieber. Heute in Berlin, Radfahrerin unter LKW-Angriff mit Messer auf LKW-Fahrer und LTW steckt fest wegen Klimakleber. Ja. Also alles wie immer. Ne? Alles wie immer. Um diesen Widerstand zu leisten, den es jetzt braucht, damit die Regierung handelt. Aber schau mal, war das schon alles? Ja, das war schon alles. Schau mal, lieber Herr von der letzten Generation. Viele von uns haben Social-Media-Kanäle. Ja, hallo, ich heb meine Hand. Und ich versuche argumentativ gegen Leute wie euch vorzugehen. Warum dreht ihr das Ganze nicht einfach um und macht genau das Gleiche? Ihr macht eure tollen Social-Media-Kanäle, könnt ihr ja gerne betreiben. Aber anstatt dann sowas hier hochzuladen, kommt mit Argumenten und mit Fakten, ja? Kontert uns einfach. Und wenn ihr uns kontern könnt und wenn ihr die besseren Argumente habt, dann gewinnt ihr doch. Dann ist doch alles gut. Ja? Da braucht man sich nicht irgendwo festkleben, dann braucht man keine Straftaten begehen, dann braucht man keine Nötigungen begehen und dann braucht man nicht irgendwelche Leute blockieren, die ärztliche Hilfe benötigen und dabei möglicherweise sogar
ja, ums Leben kommen. Ja, Straßenkleber. Ja, aber die letzte Generation, also müssen hier, ne, wunderschön, ist toll. Das ist ein tolles Video. Die letzte Generation hat aber noch viel mehr hochgeladen, denn die laden scheinbar relativ viel hoch. Und zwar haben die noch hochgeladen, wir gucken uns erstmal, was gucken wir uns erst an? Wir gucken uns erst ja, diese Aktion hier an, denn das wurde am 30.10. hochgeladen. Und die letzte Generation hat sich gedacht, nur auf Straßen kleben ist nicht so cool. Auch wenn man sich irgendwo mit dem Kopf, weil das ist ja auch jetzt vor kurzem passiert, da haben sich Leute mit dem Kopf an Bilder geklebt. Das kann man auch machen. Das reicht nicht aus. Man kann sich auch an andere Dinge kleben. Und zwar an Folgendes. Ich möchte mal festhalten, die Leute kleben sich an Dinosaurier. Ich habe keine Ahnung, was jetzt Dinosaurier mit Umweltverschmutzung zu tun haben und mit Klimakrise. Also außer, dass die aufgrund damals einer Eiszeit gestorben sind. Was ja eigentlich dann beweist, dass der Klimawandel natürlich ist. Aber nun gut, egal, lass uns nicht darüber sprechen. Also kleben die sich an Stangen von Dinosaurierknochen. Und das Schlimmste ist, warte mal. Hier sieht man's. Kannst du das nochmal anders zeigen? Hier. Diese Dame hat scheinbar ihr kleines Kind mitgenommen. Die hat ihr kleines Kind mitgenommen. Und das Kind steht einfach daneben, während die eine Straftat begeht. Während die sich an diesen Stangen von dem von dem Dinosaurier-Skelett festklebt. Und ja, ihr habt nicht, die sind auf jeden Fall aufgrund von zu vielen Autos verstorben. Ja, also die Dinosaurier sind damals leider immer sehr, sehr viel Auto gefahren, also vor allem die schnellen Autos. Und ja, das ist definitiv der Fall, ja. Ich bin Mutter von vier Kindern und ich habe Angst. Also was ihr jetzt denken mögt über diese wunderschöne Mutter, also ich bin ehrlich, ich muss jetzt erstmal, sie muss jetzt erstmal sagen, dass sie weiblich ist, aber nun gut, kann ja auch alles andere sein. Könnt ihr euch selbst überlegen, was ihr jetzt darüber denkt, dass sie vier Kinder hat und vor allem, wie gesagt, dass hier diese andere scheinbar Dame, glaube ich jetzt, ihr eigenes Kind im Schlafanzug mitgezerrt hat. Das ist toll. Das sind Eltern, so muss das Ganze sein. Das sind gute Menschen. Ja, gute Menschen kleben sich am Dinosaurier fest, um zu zeigen, was für eine schlimme Welt wir hier haben. Ich habe Angst vor den Folgen der Klimakatastrophe. Ich bin heute mit meinem kleinen Sohn hier. Die Natur von den Sternen von der Liebe. Liebes Jugendamt, ich weiß nicht, was ihr so betreibt. Ich weiß nicht, ob ihr das Ganze vielleicht mal mitbekommen wollt, aber diese Straftäterin zieht ihr eigenes Kind mit in ihre Straftaten. Ich weiß nicht, ob das Jugendamt da mal vielleicht tätig werden könnte. Nur mal so Information. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch Bock hat, das Jugendamt mal anzuschreiben, aber das wäre mal eine Maßnahme. Denn das Letzte, was ich machen würde, ist, mein Kind in irgendeine Straftat mit einzubeziehen. Gut, ich würde ihn auch keine Straftaten begehen, aber ne, dann das eigene Kind noch damit reinzuziehen. Denn ich habe Angst vor Hitze, vor Wasserknappheit, vor Ernteausfällen, vor Waldbränden und vor Kriegen und Ressourcen. Ach so, du hast Angst vor Krieg und Ressourcen. Ja, warum schickt ihr dann mit eurer grünen Partei, die euch finanziert, denn weiter Kriegswaffen in Kriegsgebiete? Na egal, ist ja was anderes, ne? Und könnt ihr vielleicht auch mal andere Dinge sagen?
seitdem ihr aufgekommen seid, weil wir wissen ja alle, dass diese Extinction Rebellion ist ja dieses Hauptprodukt, beziehungsweise dieses Haupt, dieser Hauptclan von dem Ganzen, und diese ganzen untergeordneten Dinge, wie zum Beispiel letzte Generation, sind ja eigentlich Extinction Rebellion. Und seitdem ihr aufgekommen seid, sagt ihr dauerhaft immer das Gleiche. Ihr sagt immer eins zu eins die gleichen Phrasen. Vielleicht ein kleiner Tipp, versucht einfach mal ein bisschen was anderes zu sagen und mal ein paar bessere Argumente und Fakten auf den Tisch zu legen. Vielleicht hilft das mehr. Ja? Dieser friedliche Widerstand ist das Mittel unserer Wahl, um unsere Kinder von der tödlichen Ignoranz dieser Regierung zu schützen. Also, so wie es mir aussieht, sollte man die Kinder vor euch schützen. Denn ihr zieht sie in Straftaten mit rein. Ja, das ist richtig, denn die Dinosaurier sind, wie gesagt, aufgrund der bösen Fabriken und Autos und so weiter verstorben. Ja, das ist richtig. Ja, das ist auf gar keinen Fall ist das natürlich, dass das Klima sich ändert, dass es mal wärmer wird auf dem Planeten, dass es mal kälter wird auf dem Planeten. Das ist alles menschengemacht. Ja. Das ist zu 100% menschengemacht. Das ist also wunderschön einstudiert, oder? Man merkt, wie sie einfach nur innerlich ihren Text, den sie vorher schon 5000 Mal gesagt haben, dass sie den einfach wieder runterrattern. Es wird einfach nur runtergerattert. Immer das Gleiche. Immer und immer und immer wieder. Immer die gleichen Argumente. Argumente in Anführungsstrichen. Ja, der Text vergessen. Ja, vielleicht nochmal üben. Ne? Also, vielleicht nochmal ein bisschen ins Theater gehen, dann nochmal ein bisschen Text üben, dann klappt das schon. Ne? Wie die Klimakatastrophe noch aufhalten kann. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wollen wir aussterben wie die Dinosaurier? Oder wollen wir überleben? Also, ich guck doch auch wie ein Auto, oder? Aber ja, also ihr habt recht, definitiv, ja, uns droht das gleiche Schicksal wie den Dinosauriern, definitiv, alles, wir werden alle sterben, ja. Und hier fragt gerade jemand, Matthias Riese fragt, beziehungsweise sagt, dass diese Kinder von denen sehr wahrscheinlich die LGBTQ-Kitas in Berlin besuchen werden, da gebe ich dir tatsächlich recht, ja. Das wird sehr wahrscheinlich passieren, solche Kinder gehen in diese LGBTQ-Kindergärten, ja, auf jeden Fall. Oh, das war's schon. Ja, super. Toll. Ja, das, sowas ist die letzte Generation. So überzeugt ihr Leute, meine Lieben. Gut ist auch, dass die Namen hier aufgeschrieben wurden. Das heißt, eigentlich sollte das fürs Jugendamt und für die Justiz relativ einfach sein, diese Menschen ausfindig zu machen, denn die doxen sich ja hier selber. Also, falls es irgendeinen gibt, liebe Leute, natürlich sind die Kommentare abgestellt. Falls es irgendeinen gibt, der Material braucht, um das eventuell ans Jugendamt in Berlin, ich weiß nicht, ob die ihren Job machen oder nicht, keine Ahnung, ob die da, ob ihr irgendwas damit anstellen wollt, ich werde das Ganze einfach mal in den Chat packen. Ja, das Ganze wird dann auch, falls ich da ein Video draus mache, in der Videobeschreibung sein. Könnt ihr machen, was ihr wollt mit. Ja, ist euer freier Wille, was ihr damit macht. So, und eine Sache habe ich noch von der letzten Generation. Und zwar haben die einen Trailer erstellt von einem Theaterstück aus Bonn. Das heißt scheinbar Recht auf Jugend von Arnold mit T. Bronnen und Lothar Kittstein. Und diesen Trailer gucken wir uns einmal an. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Theaterstück durch die Decke gehen wird und sehr wahrscheinlich das Lieblingsstück von allen hier im Chat und im Livestream sein wird. Ich glaube, das wird ein richtig tolles Ding. Gucken wir mal rein. Sehr geehrte Damen und Herren von letzter Generation.
Ja, hallo, kleine Stimme aus dem Off hier. Aufgrund des Content-ID-Systems muss ich leider die Musik hier bzw. generell den Ton einmal unterbinden. Aber ich spiele euch einmal dafür eine andere Musik ein und nehmen wir einfach den Bums hier. Die Bilder sind sowieso interessanter als das Rumgeblubbere und die komische Möchtegern-Techno-Mucke. Während ihr die tollen Bilder anschaut, kann ich euch sagen, was tonal passiert. Irgendwelche wunderschönen Stimmen lesen irgendwelche vermeintlichen Kommentare vor, die über die letzte Generation geschrieben oder gesagt wurden. Und wahrscheinlich meint die letzte Generation, dass sie mit diesem wunderschönen Theaterstück diese Kommentare komplett debronken. Kann ich verstehen, weil dieses Theaterstück ist, wie man hier sehen kann, ein absolutes Meisterwerk. Ja, wenn ihr dieses göttliche Machwerk dann mit Originalton hören wollt, ich habe es natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und Techno, Techno, yeah, yeah, Techno, Party. Ja, Theater Bonn, Leute, guckt euch das an. Das wird richtig toll. Ich bin immer noch am Headbang. Das ist richtig toll. Ja, wie ihr seht, die versuchen scheinbar diese Stellungnahmen von den kommentierenden Personen in Funk und Medien zu widerlegen, indem sie hier ein Schauspiel aufführen, indem sie sich einfach gegenseitig mit Scheiße beschmieren. Bringt bestimmt viel. Ja, hier dann am Ende, wahrscheinlich soll das irgendwie hier Politiker oder so darstellen, die dann natürlich auch mit Scheiße beschmiert wird. Dann haben sie sich alle gegenseitig mit Scheiße eingerieben und dann haben sie sich alle lieb. Also toll. Das ist bestimmt das Theaterstück des Jahrzehnts. Das ist super. Toll, also das wird super. Guckt euch das an. Ja, Karten gibt es in Theater Bonn. Und ich glaube, das wird laufen. Das wird laufen. Ja, da bin ich mal gespannt, was für Argumente die da in diesem Theaterstück raushauen. Ja, bei diesem Trailer. Also es macht ja den Eindruck, dass sie alles widerlegen, was dann dort gesagt wird. Da bin ich mal gespannt. Und ich glaube, das gucke ich mir bestimmt an mit meinen 12 Kindern, während ich mich an den Sitzen festklebe. Und vielleicht klebe ich auch meine Hand an meinen Popcorn fest. Aber dann habe ich ein Problem, weil ich dann keine Hand mehr habe, um das Popcorn zu essen. Egal. Ich habe ja Kinder. Die können mich füttern dann. Sehr schön. Das ist Hurz, genau. Die im Grün sagt dann, ein Molch lugt hervor. Hurz. Ja, das wird das Ganze auf jeden Fall qualitativ besser machen. Definitiv. Ja, das ist Neues aus der letzten Generation. Ganz viel Argumente, ganz viel Weltoffenheit, ganz viel keine Straftaten, ganz viel Klimaretten und ganz viel Gehirn. Ja, das ist toll. Ich hoffe, dass ihr euch der letzten Generation anschließt und Teil des der Generation seid. Toll. Ich habe mich schon eingeschrieben. Ich bin Ressourcenleiter bei der letzten Generation. Ich verteile das Öl für das Theaterstück und bin gleichzeitig auch Facility Manager, denn ich darf das nachher auch wieder sauber machen. Ja. Weil ich muss mich erstmal beweisen. Man kriegt quasi einen, ja, du kriegst eine Liste an guten Taten, zehnmal auf der Straße kleben und dann steigst du auf.